Servus, die Mau. Grüß euch, die Buben. Ja, ich bin wieder an der Donau unterwegs. Zeige euch da gleich ein paar Hüllen vom Wasser. Ich bin heute mit der spiegellosen APS-C mit der Canon M6 unterwegs. Muss mich da erst ein bisschen einfuchsen. Also das wird das erste Video damit. Das Funkmikrofon ist heute einmal daheim. Ich möchte ein paar schöne Geräusche einfangen. Ich hoffe, der Wind wird da ein bisschen isoliert. Und ja, ganz einfach, ich will da kleine Strecken da neben der Donau runtergehen. Nichts Besonderes, nur ein bisschen mit der Kamera spielen und sich ein bisschen reinfuchsen in das Ganze. Und so wie ich euch kenne, seid ihr sowieso dabei. Also dann gehen wir halt, oder? Ja, Freunde, des Weiteren wird alles gefilmt im Manuellen. Also ich will alles selber einstellen, also nichts der Kamera überlassen. Ja, ein paar Kleinigkeiten. Also Auto-ISO habe ich eingestellt und den AF-Servo-Fokus, weil das ist ja bei der Canon das Beste, was es gibt. Und ja, sie hat natürlich auch nur einen Bildstabilisator, es ist zwar einer eingebaut und einer im Objektiv, der ist aber mit meinen anderen Kameras nicht wirklich zum Vergleichen, darum werde ich auch so wenig wie möglich versuchen aus der Hand zu filmen und wo ich filme, werde ich daheim vielleicht noch am Rechner stabilisieren. So wie man jetzt sieht, jetzt ist eigentlich, ich bin relativ gut zum Sehen und hinter mir ist alles natürlich viel zu hell. Und wenn ich mit da ein Stückchen umdrehe, was hinter mir findest, das passt wieder. Ja, Freunde, aber jetzt schauen wir uns einmal was an. Wie so oft im Leben, wie es halt dann geht, ist plötzlich der Weg weg. Was jetzt fängt erst mein Weg an. Ihr wisst ja, Dschungel. Aber wir bleiben heute neben der Donau, da gibt es keinen Dschungel. Ja, Freunde, ich denke, jetzt werden echtliche berechtigterweise vielleicht fragen, ja, Freund, du hast ja schon so eine spiegellose Kamera gehabt, nämlich die Canon EOS M50. Das ist ja aus der M-Serie das Spitzenmodell eigentlich mit 4K. Da habt ihr absolut recht. Und es hat eigentlich ein paar Gründe gegeben, warum ich die wieder angegeben habe. War vielleicht im Nachhinein gesagt, ein Fehler. Tja, weiß man eben nie, man muss halt probieren. Ich habe eigentlich bis dato noch nie mit einer Spiegelreflex oder spiegellosen APS-C Kamera zu tun gehabt. Also normal auf Automatik stellen, bei einem Fotoapparat kann auch jeder, aber das hat es ja nicht sein sollen. Es waren ein paar Sachen, was mich gestört hat, nämlich das Display zum Ausklappen ist angestanden an einem Mikrofonanschluss. Hat mich ehrlich gestört. Also das war was, was mir absolut nicht getaugt hat. Und wenn du in 4K gefilmt hast, da war halt keine Stabilisierung dabei, so wie es jetzt bei den Dual-Pixel-Autosensor ist, was die M6 kann. Die kann auch nur Full HD. Und ja, muss sagen, ich habe mich vielleicht auch viel zu wenig mit so einer Kamera beschäftigt gehabt. Bis dato eigentlich Camcorder oder Action-Cams, da halt's drauf, die machen alles von allein. Klar, ich habe jetzt auf mein, dann bin ich umgestiegen auf meine Sony, auf die AX53, kann ich ziemlich viel manuell einstellen, spüle mir auch, seitdem ich es habe, relativ viel. Seht vielleicht auch an die Videos, Hintergrund, freistellen, schönes Bouquet und so. Und
Hab dann auch ein paar Mal fotografiert mit dem Handy. Die kennen ja heutzutage auch schon alles. Die sind ja auch Wahnsinn. Also die sind ja um nichts schlechter. Und selbst am Handy habe ich in der letzten Zeit nichts mehr auf Automatik, sondern im Pro-Modus, wo man viel verstehen kann, dass das ein bisschen schön ausschaut. Und ja, und auf das hinauf bin ich dann eigentlich wieder am Guster gekommen und habe mir gedacht, war vielleicht ein Fehler. Vielleicht solltest du mal wieder mit einer spiegellosen probieren. Also ein Vollformat ist mir eigentlich viel zu groß und schwer und da sind halt diese M-Systeme gigantisch. Ne? Ich blende euch jetzt einmal kurz ein Bild ein, wie das im Augenblick ausschaut, was ich da bei mir aufgebaut habe. Ja, und dann hat es sich zufällig wirklich günstig ergeben, dass ich die M6 gekriegt habe und ja, bin halt jetzt auf die umgestiegen und probiere es jetzt noch einmal. Ich habe damals auch nicht viel Ahnung gehabt von anderen Objektiven, was die kennen mit Freistellen und Pipapo, Blenden, ISO, Belichtung, Brennweiten, also absolut, wie soll man sagen, ein Vollkoffer quasi gewesen drauf. Habe mich in letzter Zeit da jetzt ein bisschen reingefuchst und das ist auch der Grund, warum ich da jetzt ein bisschen um mich umspiele. Klar, aus mir wird nie ein Fotograf werden, der genau weiß, was er einstellt. Aber, wie heißt es so schön auf Englisch? Ich kann zwar einen Trick, aber learning by doing, ne? Gut, an das halte ich mich halt und werde jetzt ein bisschen probieren mit der. Vielleicht ist es auch nichts und ich steige wieder auf meine Camcorder um, keine Ahnung, oder sie bleibt als Backup. Ich meine, bei Kleinigkeiten wäre ich sicher, da bei schlechten Wetter und dergleichen habe ich sowieso meine Action-Cam dabei, die Sony, die X3000, was Besseres gibt es ja gar nicht. Klar, handlich, optischen Bildstabilisator, also die spielt eh alle Stiegeln. Und aufnehmen in 4K tue ich eigentlich mit der Sony aber auch nicht. Für was? Ich habe jetzt mit der AX53 wieder bei meiner Übernachtung an der Donau mit dem Tipi, blende ich euch da oben das Video dazu ein, habe ich in 4K aufgenommen, also da nehme ich meistens in 4K auf, man kann halt dann so schöne Sachen, dass man eine Springel ins Bügel, dass man plötzlich weiter vorne steht oder weiter hinten, das geht halt mit Full HD nicht so, ja vielleicht 10%, aber viel mehr, dann wird es eh schon unscharf. Das geht halt mit 4K, aber man braucht auch gewaltige Daten, der Rechner muss da mitkommen. Ne? Und im Endeffekt habe ich sowieso in 4K gefilmt, aber habe es dann in Full HD aber gerendert quasi. Ja, so viel mal dazu, dass ihr mal wisst, warum. Ja, an der ist der Bildschirm von hinten zum Hochklappen, werdet ihr eh an die Bühlung gesehen haben. Dafür ist das Mikrofon auf der Seite, wenn man so einen L-Schuh dazu kauft. Ja, es gibt halt keine Vorteile ohne Nachteile. Da ist auch jetzt das Standard-Kit-Objektiv drauf, 1545, mit den Lernärmeln und dann kann man immer noch was dazu kaufen. Aber das soll es einmal ein bisschen zur Erzählung gewesen sein, warum bin ich von der weg, warum habe ich jetzt wieder eine, weil mir etliche auch gefragt haben, der Siki Pop auf Instagram. Und ja, ist halt so, war vielleicht damals mein Fehler, schnelles Handtuch geworfen, auch einen Träg ausgehen. Ja, gut, aber jetzt gehen wir mal weiter, sonst zahlt sich ja das Ganze. Lustig, da rennt die Donau stromaufwärts. Schaut geil aus. Hinter mir seht ihr den Überlauf vom Wasser. Da steht ganz schön viel, aber da haben sie aufgeschüttet. Das heißt, wir können da vorne gemütlich rumgehen. Ich werde jetzt auch versuchen, diese riesige Barriere zu überwinden. Ich habe es gerade noch geschafft. Dank des kleinen Staudamms. Ja, ich weiß nicht, ob man es da drüben gesehen kann, aber da staubt es ganz gewaltig. Da darf gearbeitet werden. Und das auf einen Samstag, Sapperlot. Das Platzl gehört auch mit mir. So, jetzt gibt es erst einmal ein leckeres Käffchen. Ja, der erste Gruß gehört einmal wieder meinen ganzen Krankensesseln und dann den Rest der Welt.
Prost, Freunde. Ach, ja, herrlich. Exquisit, kann ich nur sagen. Exquisit. Ja, Freunde, da lassen sie sich so gemütlich. Käfchen ist auch ausgetrunken. Ja, und ich würde sagen, ja, packen wir mal zusammen. So, haben wir wieder alles beieinander. Twin City Line ist auch gerade vorbeigeflossen. Macht wieder wunderliche Welt. So, packen wir zusammen. Und gehen wir wieder Richtung Retour. Ja, gehen wir. So, und jetzt gehen wir schon langsam zurück zu der Furt und jetzt springen wir wieder drüber. Super da, echt super. Ja, gehen wir schon langsam wieder zurück. Ja, Freunde, mit dem Boot da im Hintergrund möchte ich mich bei euch auch gleich verabschieden. Ich kann nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Ich kann auch noch nicht sagen, wie die Büdeln wohl sind, ob es für den Hugo sind oder ob es da was heißen. Sicher einiges kann man auch bearbeiten am Schneideprogramm, aber ich lasse mich mal überraschen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Madeln und pfiat euch die Buben.